Ich muss sagen, wir sind schon sehr überrascht, dass sie so gut angenommen worden sind. Und auch für die Arbeitserleichterung kennt man es auch, dass man 50% weniger Einstreumaterial benötigt. Und auch die Pflege ist schon einfacher. Es ist halt nicht mehr so viel zum Code zum Ausräumen. Von daher ist halt weniger Pflegeaufwand, wenn man schneller fertig ist. Vor allem der Zeitaufwand. Ich glaube, dass man sich schon am Tag bei unserem Betrieb schon 10 Minuten einspart. Ja, wir haben uns eigentlich auf einen Kollegen verlassen, der eigentlich zu früh war. Und dann haben wir gesagt, weil der schon zu früh ist. Ja. Und das Testbericht ist auch mal 2014 oder 2013 war der. Und der hat sehr gut abgeschnitten. Das haben wir Überzeugung, haben wir daraus gewungen. Es gibt einfach nichts, wenn man Tierwohl möchte, wenn man was Gescheites möchte für Viecher, ist wie eine Strohmatratze. Eine gescheite Strohmatratze, die wo man natürlich auch vorbildlich pflegt. Ich meine, ich habe nichts davon, wenn ich meine, das macht halt dann die Arbeit. Und auch jetzt mit dem Sandbett warben, also Pfleger ist einfacher geworden. Man tut den Sand ein, das ist eigentlich, der hat ein wenig besser, finde ich. Also von daher, und man kann halt oben wieder seine Strohmatratzen drauf tun. Und das heißt auch, wenn man die normale Liege buchen mag, sollte man ja auch eigentlich Stroh und Kalk drüber streuen. Ja, was habe ich denn dann wieder? Dann habe ich ja auch Tiefbuchen, also im Endeffekt. Und ich muss auch noch ansprechen, die letzten Tage, wie es so heiß war jetzt, da sind die mit Sand besser angenommen worden, die Tiefbuchen. Weil es eigentlich eine kühlende Wirkung zeigt, der Sand. Das ist für uns auch eine ganz neue Erfahrung jetzt gewesen. Das muss ich auch sagen, das hat mich schon fasziniert.